Morgen Leute, Samstagmorgen, der 12. Januar und in Thailand wird der Kindertag oder besser gesagt der Weltkindertag gefeiert. Dieser Tag wird, soweit ich mich erinnere, in über 140 Ländern gefeiert und dient dazu, über die Rechte und Bedürfnisse der Kleinen zu informieren. Ich erlebe diesen Tag in Thailand zum ersten Mal bewusst, muss ich sagen. Wir sind hier in Wing 5, also am Ao Manao Beach. Und normalerweise ist dieses Gebiet, in dem wir uns gerade befinden, für den Publikumsverkehr nicht zugänglich. Ich lasse mich selber mal überraschen, was ich hier so aufnehmen kann und darf. Ich denke mal, eigentlich ist das Fest mehr so für die Erwachsenen gedacht, so wie ich das hier sehe. Überall diese Essstände. Bei den Thais ist ja immer alles mit Essen verbunden. Aber gibt eine riesen Auswahl. Süßigkeiten. Getränke. Ich glaube, Kai ist auch schon wieder auf der Suche nach etwas Essbarem. Ja, eigentlich sprechen die Bilder ja für sich. Kinder sind eigentlich wenig anzutreffen und auch die Unterhaltung für die Kleinen kommt irgendwie ein bisschen zu kurz scheinbar. Hast du Hunger, Koi? Koi. Hast du Hunger? Hiu Mai? Koi kann sich scheinbar nicht entscheiden, was er essen soll. Ja, ich lasse das Video einfach mal durchlaufen oder die Aufnahmen durchlaufen. Schaut euch den Fisch an hier. Ich folge ihr einfach einmal. Du Arai Koi. Was für Arai? Koi, du hast ja genug Klamotten. Und mit sie, adieu. Ja, und die übliche Elektronik, Fernbedienungen und so weiter und so fort, Batterien, Mehrfachsteckdosen. Oh, da ist schön hier. Silberschmuck. Scheint jedenfalls Silber zu sein. So ein Ohrring könnte ich mir noch mal kaufen. Auch hier wieder Lederwaren. Leider ist mein Hut diesmal nicht dabei. Ja Leute, je Oller, je Dollar. Ich habe mir mal wieder einen Ohrring verpassen lassen. Außerdem kann ich meinen Kumpel Harald da ein wenig mit aufregen. Der mag keine Ohrringe. Sei gegrüßt, Harald. Schönes Kostüm. So ein Mark.
gute Idee, hier werden Solarzellen verwendet. An dem Stand gibt es sogar Fritten und Popcorn. Kleiner Kaffeestand. Im Hintergrund läuft wieder Musik. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Letztens musste ich ein Video wieder runternehmen von YouTube, weil urheberrechtlich geschützte Musik drin war. Da können die Kleinen sich mal richtig austoben. Und es findet wahrscheinlich auch eine Live-Musikveranstaltung statt. Ganz schön was los am frühen Morgen hier. Ja, und da haben die Kleinen natürlich ihren Spaß. Kleine Flugzeuge werden verkauft. Alle 30 Watt. Auch etwas größere, die kosten dann 70 Watt. Geht alles ziemlich locker zu hier. Und ich hoffe, ich kann auch hier mal filmen. Da stehen so alte Flugzeuge rum. Scheint Tag der offenen Tür zu sein heute. Und die sehen das alles etwas lockerer als sonst. Ja, damit kenne ich mich leider nicht aus, aber scheint sich nicht um eines der neuesten Modelle zu handeln. Da scheint eine ganze Pfadfindergruppe angerückt zu sein. Alle fotografieren wie wild. Und hier habt ihr die Beschreibung zum Flugzeug. Royal Thai Air Force. Das ist natürlich ein heißer Ofen hier. An den Ständen wird irgendwas gespielt oder eine Verlosung oder wie auch immer. Es wundert mich wirklich, dass hier alles so einfach aufnehmen darf. Normalerweise sind die damit nicht so großzügig. Der Kleine hat seinen Spaß. Ich war nie bei der Bundeswehr, kenne mich da mal wieder absolut nicht mit aus. Ein bisschen Spaß muss sein. ได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่องต่างๆนะครับที่ได้นำมาให้เด็กได้ดูนะครับขอบคุณทั้งหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางกองบรรณาการโยธินกองบินที่5นะครับแล้วก็ทางครูโบต้าประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ได้เอาสิ่งต่างๆมาให้เด็กได้ชมสำหรับเป็นทางด้านขวาทางด้านโน้นนะครับ มาพูดกันอีกแล้วนะครับทีนี้มาพูดตรงนี้ตรงนั้นได้หมดนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ
ฟ้านะครับซึ่งเด็กๆบางท่านหรือเด็กๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าAlso die Kleinen dürfen hier überall dran spielen, alles ausprobieren. Karl schlägt wieder zu, hier gibt es kostenlos Pad Kapau, da sagt sie natürlich nicht nein, wenn es was umsonst gibt. Gerade mal 9.15 Uhr am Morgen und das Gedränge wird hier immer hektischer. Nicht unbedingt etwas für mich. Ist mir mancher wirklich peinlich. Kai staubt wirklich alles kostenlos ab. Auch wieder Mama abgestaubt. Na, ich will ja nicht meckern. Das Essen war lecker. Auch wenn es nicht scharf war, weil das ist irgendwie auf die Kinder abgeschmeckt worden. Ein ganzer Tisch voller Grillspezialitäten. Ja, hier gibt es dann die Heuschrecken, Maden und sonstige Leckereien aus dem Isan. Das kommt auch in Thailand nicht so oft vor, dass um 9:30 Uhr morgens solche Menschenmassen unterwegs sind. Das Angebot an Essen ist unglaublich. Scheint Sushi zu sein, Süßigkeiten. Erdbeeren, kleine Schälchen, 25 Baht. Super lecker, die Spießchen. Kai deckt sich mit Obst ein. Diesmal muss ich allerdings zahlen. Armeejacken und Sonnenbrillen. Und an dem Stand üben die Kleinen. Super Gefährt, eine alte Honda. Hätte euch gerne noch den Strand, das Meer hier gezeigt, aber da hinten ist gesperrt für den Publikumsverkehr. Einen kurzen Blick aufs Meer und den Strand kann ich euch doch noch gewähren. Hier am Parkplatz. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, aber naja. Und seht euch an, wie viele Fahrzeuge hier parken. Allein die Mopeds. Ja Leute, wie die meisten von euch wissen, ist mir das Gedränge manchmal zu viel. Ich breche die Zelte hier ab. Nicht, dass ich Panik bekomme, aber ich mag das einfach nicht, wenn ich so hin und her gedrängelt werde. Ja, falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv. Bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.